It's the Swiss Recycling Show, only on 20 Minutes. Please welcome your host, Carmella! Together with the most underrated band in Switzerland, the Bento Chapos Boyos. Today's topic, petting. Es gibt ja viele Flaschen auf dieser Welt. Aber heute geht's um die Flasche. Nein, um die Flasche. PET-Getränkeflasche. Oder wie ein paar Weirdos sagen, PET-Getränkeflasche. Wir Schweizer ziehen ziemlich gut im Recyceln von denen. Ich bin mir sicher, die Schweiz hat eine Recyclingquote von 100%. Es gibt Leute, die nicht treffen. Darum hängen wir immer noch so bei 82% um. Aber ich würde PET-Flaschen sowieso nicht entsorgen, sondern aufhalten und fäckige Sachen damit machen. Wow, Schaumparty. Das ist im Aargau sicher immer noch Trend. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht so die Bastlerin. Und bin froh, wenn die Flaschen weg sind und ein zweites Leben bekommen. Aus PET kannst du nämlich nicht nur wieder PET-Flaschen machen, sondern auch coole Kleider. Wie zum Beispiel der Pulli oder die Hose. Y asombrados se quedaban, cómo cargaban sus equipajes. Ach, Juanito, du machst mich ganz verlegen. Das schreit doch nach noch mehr Romantik. Like aber sie bereits 80% von den Leuten recycelt schon. Ha. Das interessiert mich nicht. Ich will 100%. Aber sie, schauen Sie da, 80% ist doch schon easy gut. Ich meine, schauen Sie im Jahresbericht an. Wir schonen doch die Umwelt schon brutal. 100%. Ja, aber das ist doch gar nicht möglich. 100%. Gertrud, hast du wieder alle Flaschen zusammen weggerührt? Hast du schon gesehen? Dabei haben wir doch schon 100 Mal gesagt. Shampooflaschen, Essig und Öl und Putzmittel gehören nicht ins PET. Gottfried, ich weiss doch! Woo! PET sammeln und unsere Umwelt schonen! Woo! Woo! Yeah! Woo! Wir könnten diesen Bildern ewig zuschauen. Was ich mich noch frage, ist, warum die Abgabestellen immer so mit Kinderzeichnungen verziert sind und so Quatsch. Ich meine, die meisten Leute, die recyceln, sind doch erwachsen. Die wollen doch ihre Flaschen nicht einzeln immer an einem Delfin ins Maul reinwerfen. PET, reine Geldmacherei, kommt bei mir in den Kehricht. Genau wegen so einer Einstellung sind wir nicht Recycling-Weltmeister. Wären alle so wie er, die Welt wär's Paradies, schneiden wir unsere Scheiben von einem ab. Ich bin stolz, ein Schweizer zu sein. Vor allem unser PET-Recycling ist vorbildlich. Da können sich andere Länder eine Scheibe abschneiden. Entzog schon du deine PET-Flasche mit Style? Dann schreib uns deine Story hier unten in den Comments. Ah ja, und für alle Nerds, die noch mehr über PET wissen wollen, habe ich hier ein paar Filmtipps. PT. PET Boys. PET Boys. PET Man vs. Superman. The Good, the Bad and the PET. Great Petski. Adios, petitos.